Salut, Germain. Salut, Paolo. Salut, Germain. Ah, Germain, ich habe heute Geburtstag, 21. Spaghetti, Pomodoro, kann raus. Ich sag grad zu Jojo, er hat Glück, dass er Koch ist. Aber weil er doch The Cook heißt. Germain, ja? Ich heiße Joël Pelletier. The Cook heiße ich, weil ich in England war. Ah. Ist also mein Spitzname. Ja, das ist so, als würde man zu dir sofort Trottel sagen. Germain ist nicht dümmer als ihr. Außerdem ist er viel netter. Ich heiße Marguerite mit 2 T. Kommen Sie oft her? Fast jeden Tag, den der Herrgott werden lässt. Lesen Sie gern? Aber lesen ist kompliziert. Dir kann ich ja sagen, du verarschst mich nicht. Wie soll man zum Beispiel das Bild einer Stadt vermitteln ohne Tauben? Sowas gibt's nicht. Wie heißt das? Die Pest. Ja. Von Albert Camus. Albert, so wie mein Großvater. Mit einem Wörterbuch geht man auf Reisen. Von einem Wort zum anderen, man träumt. Annette. Und machst du mir heute Abend was Kleines? Annette, das kann's nicht sein. So schreibt man das nicht. Was, du hast Camus gelesen? Ja, nicht alles. Ja? Die Pest, der Fall, der Fremde. Ich bin das Kind einer Liebesgeschichte. Na, wie alle Menschen. Nein, nicht wie alle Menschen. Was machst du denn da? Was machst du? Dein Kabuff, ja? Na, von so einer Mutter wäre ich nicht gern der Sohn. Man kehrt immer wieder zurück an das Grab seiner Mutter. Wie ein heulender Hund. Das stimmt, das ist wirklich wahr. Da hast du recht. Sie haben ein exzellentes auditives Gedächtnis. Nein, nein, nein. Ich kann mir nur gut merken, was ich höre. Für wen waren die Blumen? Ich habe heute Morgen den Strauß auf dem Tisch gesehen. Ich dachte, die sind für mich. Wie heißt sie? Sie heißt Marguerite mit 2 T. Die Blumen waren für sie. Sie ist 95 Jahre alt. Und ja, ich liebe sie. Zufrieden? Was ist? Sie sind ein ganz besonderer Mensch, Germain.